ihr könnt starten. Willkommen zum WLAN-Workshop. Jetzt können wir endlich anfangen. Das ist der Abdul, ich bin der Tim. Wir sind beide vom Berufsverein Stadt Mitte, aus Wiesbaden unterwegs. Weiß nicht, Nähe, Düsseldorf, Köln, sagt euch das was? Oder aus der Gegend kommen wir her. Ja, wir wurden von Cisco heute eingeladen, was über Dylan zu erzählen, über den Cisco-Router. Und ja, das ist ein neues Star. Immer eine Idee. Ich meine, ich sag ja schon Wireless aus. Ich kann es nur übersetzen. Avenus. Wartlos. Alles Wireless. Wozu benötigen wir das denn? Geräte immer noch zu verbinden, um halt wirklich mobil zu sein, um am Laptop mal einen Kollegen mitzunehmen, im Gebäude, im Arbeitsbereich, ist halt einfach, dass man mobiler ist. Ja, welche Art von Netzwerk gibt es? Ich habe da schon mal einmal irgendwie gehört. Denk mal daran, wenn ihr unterwegs seid und Daten austauschen wollt, untereinander und wenn ihr irgendwo. Okay, könnt ihr mal koordinieren, dass wir beide gleichzeitig drücken? Da ist hier einmal halt diese direkte Verbindung, halt von Gerät zu Gerät. Das ist das Ad-Hoc-Netzwerk, das kommunizieren alle Geräte untereinander. Das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das wird halt meistens Handy unterwegs, Bluetooth ist das ja auch. Und dann gibt es den Infrastrukturmodus, der so rausgenutzt wird, und wir können alle über den WLAN. Das ist halt verbreitet, sag ich mal, in den Gebäuden. Ja, findet man sein eigenes Wert. Ich denke mal, das ist ganz einfach. Geht euch bei der Karte auf. Sucht dann lässt sich auf. Und im Namen der Versuche, da ist es eigentlich gut. Das heißt, ein Service-Set bei der Karte. Das ist ein Kopfbegriff. Deutsch heißt einfach mit Namen des Karte. Ja, wie kann man sein Netzwerk schützen? Was gehört am meisten noch zu Passwort dazu? Verschlüsselung ist das Wichtigste bei Wireless. Einfach damit man nicht mitlesen kann, und so Passwort, wenn man das sendet, kann man natürlich auch abfangen und einfach nicht lesen. Ja, die IP ist die älteste Verschlüsselungsmethode, die ist halt unsicher und kann innerhalb von 2 Minuten geknackt werden. Wird leider noch viel zu häufig verwendet. WPA und WPA2, da gibt es hier noch Unterteilungen. Einmal quasi Enterprise, das wird in Firmen sehr viel genutzt. Und einmal Personal, was halt zu Hause ist. Ja, WPA2 ist halt noch sicherer als WPA, weil halt Geräte teilweise WPA2 gar nicht kann man halt noch zu der Schlüssellänge was sagen. Je länger der Schlüssel ist, desto sicherer wird das natürlich. Kann man einfach quasi mit dem Passwort auch vergleichen. Je länger das Passwort ist, desto sicherer wird das. Ja, dann die Geräte müssen halt sicher eine Position. Denkt einfach mal daran, wenn ihr bei Amazon was bestellt. Wie weiß der Postbote, wo es ist? Adresse, genau. Im Netzwerk gibt es auch Adressen, die sogenannten IP-Adressen. Das sind halt kleine, längere Zahlen. Wir haben jetzt hier 192.168.1.1 von Router, kennt ihr wahrscheinlich von zu Hause. Und über diese Adresse weiß halt der jeweilige Router, wo die Daten hin müssen. Und leitet die IP nicht recht weiter. Ja, welche Chance kann man das? Da fangen wir vielleicht gleich an, was soll wir jetzt mal zu Hause stören. Zwischen der Wände, dicke Wände stören natürlich. Aber es gibt wirklich Störungsquellen, die halt das Signal stören und nicht nur den Empfänger abdecken. Denk mal an die Küche, welche Geräte könnten das sein? Kühlschränke nicht unbedingt. Aber genau. Mikrowelle, gerade wenn man was Billigeres nimmt, kann sehr schnell stören. Je schlechter die quasi geschirmt ist, desto eher stört die. Und weil die ganzen Wellen halt nicht zum Einbringen. Dann gibt es noch die Betriebsgeräte, Schnurse der Telefone, Schnurse der Kameras, das ist halt alles Störungsequipment.
für alles halt auch wieder zu Ja, der Unterschied gibt es. Der Begriff ist jetzt ganz allgemein. Kurz gesagt geht es hier um die Geschwindigkeiten, mit denen man mit den Geräten kommunizieren kann. Aber die ganzen Jahre hat sich immer weiterentwickelt. Früher gab es nur Geräte mit dem zweiten Fliegenherz-Arbeiten, das ist jetzt das Kreuzige Herz, wo auch die ganzen Schnurrlosflügel und so funktioniert. Und mittlerweile gibt es auch Geräte mit dem 5-Gigahertz, also sogar ein 60-Gigahertz. Da ist nicht viel los und da kann man auch viel schneller auf die Daten kommen. Es ist halt jetzt von 97 an, wo das erste WLAN entstanden ist, immer schneller geworden. Die Frequenzen sind halt immer neu ausprobiert. Und jetzt wird halt immer schneller. Es wurden immer Umstände als länger auf der Bezeichnung angehängt. Also es sind immer noch derselbe Standard zwar, aber immer erweitert. Wie konfiguriert ein Access Board? Das ist wirklich einfach, dass wir nach vorne bitten und mit uns einen Access Board machen. Ja. Was geht vor? Es beißt, es wird nicht explodieren. Der Mac wird auch nicht explodieren. Also, ja, was soll man denn weggehen? So, ein WLAN muss natürlich konfiguriert werden, das passiert meistens über die Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche wird über den Webbrowser erreicht. Firefox, Internet Explorer ist wahrscheinlich leer. Die Oberfläche ist der Benutzernamen Passwort geschützt. Standardmäßig ist es vom Gerät zu Gerät unterschiedlich. Hier bei dem Gerät ist es abgeschafft. So, hier sehen wir jetzt die Oberfläche. Links sehen wir das Menü und rechts schon ein paar Informationen über das Gerät selber. Und wir sehen sogar, welcher Board belegt ist. Jemand eine Idee, wo wir die Grundeinstellungen vornehmen können? Raten ist auch erlaubt. Also erstmal unter das Setup gehen. Bei der ersten Menüpunkt. Das haben wir jetzt nochmal in unserer Teilung. Und da wir erstmal das LAN-Netzwerk selber konfigurieren wollen, wir halt ein LAN-Netzwerk erweitern wollen, müssen wir erstmal auf LAN. So, da ist schon sehr viel einzustellen. Für uns ist jetzt erstmal nur wichtig, dass wir die richtige IP-Adresse in dem richtigen Netz haben und dass der DHCP-Server, also der die Adressen verteilt, in unser vorhandenes Netz auch weitergeleitet wird. Unsere IP-Adresse in dem vorhandenen Netz muss das geändert werden. 10. Mit den Netzen kann man so verstehen, wie verschiedene Straßen draußen. 10 ist jetzt in unserem Bereich noch frei, deswegen nehmen wir die. Die haben wir halt freigehalten einfach für den Gerät. Dann müssen wir den RCP-Server noch auf Relay stellen, damit halt wirklich jedes neues Gerät, das bei WLAN connected ist, eine eigene IP hat. RCP-Relay. Der DHCP-Server ist die 1, das haben wir so festgelegt und ist schon mal. Erstmal runter scrollen, erstmal speichern. Hier drücken, dass einfach nochmal welche Änderungen gemacht werden. Hier kommt jetzt unser vorhandenes Netz. Das stecken wir einfach auf einen LAN-Port an unserem Access Point. Sobald der neu gestartet ist, kriegt er seine IP. Und der merkt sich auch seine IP und wir können ihn dann wirklich wieder auf den Gerät zuschalten. Es kann je nach Router unterschiedlich lang dauern, beziehungsweise je nachdem, was man als Router braucht, ist dann noch was Thank you.
aus San Francisco rüber und die IP-Adresse ist quasi die So, wir sehen hier auf dem Router, hier ist eine rote LED, solange die leuchtet, startet er quasi neu. Weil das ist einfach nur ein Zeitfenster, ein Zeitablauf, was abläuft. Also wenn man direkt auf dem Router guckt, sieht man, dass der Router neu gestartet ist. Deswegen gibt es jetzt schon eine neue Adresse. Neue Adresse, deswegen hat ja die Benutzernamen und Passwort nicht mehr Cache. Die müssen nochmal Benutzernamen und Passwort entgehen. Sollte natürlich standardmäßig auch immer geändert werden, bevor unsere Zwecke reicht das jetzt aus. So, jetzt haben wir das WLAN-Punkt erstmal ins vorhandene Netz konfiguriert. Jetzt muss dieser noch das WLAN-Signal aktivieren. Wie könnte das sein? Links im Menü. Wenn ich nur einen Knopf passe, ist es gut. Das heißt ja auch Wireless LAN. Jetzt sind wir direkt in den Basic Settings, das ist schon richtig. Jetzt müssen wir rechts, müssen wir den Modus auswählen. Der Modus ist halt quasi, wenn wir mal reinklicken, dann sehen wir das. Welche Technologie verwendet werden soll? Da gibt es halt B, G und N. Das N ist das neueste, aber dadurch, dass wir halt in der Kompatibilität aller Geräte schaffen wollen, nehmen wir den BGM-Mix. Wireless Channel ist halt einfach, dass die verschiedenen WLAN-Punkte sich nicht überlappen und sich gegenseitig stören. Aber da wir hier in der Halle 15 WLAN-Punkte haben, ist es eigentlich fast egal, welche WLAN-Punkte wir sehen. Deswegen lassen wir hier auch was raus. Dann hast du erstmal auch einen SSID-Namen enteignen. Darfst du den ausdenken? Also man sollte jetzt nicht irgendwie seinen Nachnamen verwenden oder seine Adresse, weil den zieht erst mit Eda. Und ja, ich sag mal, je leichter die SSID, je leichter das Kennwort, dann kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, da ist der Tim, ich schreibe jetzt Tim rein, der Nachbar weiß, dass ich Tim heiße, und probiert dann mein Geburtstagspasswort aus und ist drin. Das wäre natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, deswegen sind Fantasien immer besser. Und die SSID Broadcast muss enabled werden, damit man das WLAN-Punkt selber finden kann. Ist halt einfacher und das Disabled bringt heute auch nicht mehr so viel, weil man mit leichten Tools, wenn man den Internet findet, immer diesen Punkt finden kann. Aber was kannst du einmal speichern? So, hat jemand ein WLAN-fähiges Handy? Ich sag's nicht, ist auch. Wir müssen alle eins finden. Aufgefallen sein, weil du erst das falsche Netz angelegt hast.
Genau, kein Kennwort. Jeder könnte jetzt darauf zugreifen. Jeder kann im Netzwerk auf die freigegebenen Dokumente von Rechner zugreifen. Das ist wirklich unsicher. Deswegen müssen wir jetzt ein Passwort machen. So, welche Einstellung gibt das? Genau, wahrscheinlich die Security Settings. Oben können wir halt SSID auswählen. Wir haben jetzt nur bei dem Gerät einen Fehler aufgemacht. Deswegen steht jetzt schon ein drin. Jetzt müssen wir den Security Mode auswählen. Das Ganze auf Disable lassen. Gleich noch mal. Gleich noch mal. Security Mode. Jetzt haben wir hier wieder die ganz verschiedenen Modi. WEP ist halt das schlechteste, sollten wir nicht benutzen. Und WPA ist, ich sage jetzt die Mittelklasse, und wir nehmen jetzt den WPA 2 Plus, den immer noch zu Hause verwenden sollte. Dann noch kurz was zu dieser Wireless-Integration. Die Integration bedeutet so viel, dass die Geräte untereinander WLAN nicht kommunizieren können. Sprich, wenn ihr euch dann über WLAN Daten schicken wollt, dann würde das nicht funktionieren. Deswegen ist es disabled und die Geräte untereinander kommunizieren. So, jetzt darfst du noch ein Kennwort hier ausdenken. Zum Kennwort, irgendwelche Ideen. Also, was auf jeden Fall als Kennwort nicht benutzt werden sollte, sind irgendwelche privaten Daten. Oder Informationen, was halt irgendwo immer irgendwie rausfinden könnte. Am besten auch irgendwelche Fantasiesätze mit großen Kleinschreibungen, Sonderzeichen, vielleicht mal ein I durch ein 1 ersetzen, ein O durch eine 0, halt wirklich quasi gemixt. Am allersichersten sind halt generierte Passwörter mit Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Das wäre, wenn man Fantasiesatz ausgeben würde. Fantasiesatz. Groß und dann entspannt. Jetzt noch am besten mit Zahlen dahinter und so weiter. Kannst du auch mehrere Zahlen geben? Das ist ganz gut. Speichern. Ich versuche es nochmal auf den WLAN drauf zu kommen. Du wirst aber theoretisch auch nicht schlafen. Ich bin dir gespannt. Yeah.
Sullenwehrnetz zu Hause? Weißt du, mit welchem System du bist versichert? GPA. Also, du weißt, wo das Video GPA ist. Das sieht man auch, wenn man die Netze in den Nachbarn hin und guckt, das ist meistens GPA. Ab und zu, also man findet meistens so zwei, drei WEP-Netze in der Straße, zumindest bei mir in der Umgebung. Eigentlich müsste man da im Anstand sagen, das Netz ist nicht sicher. Also theoretisch können wir von Freunden, Nachbarn ein WLAN-Netz einrichten, was sicher ist. Zumindest für die nächsten Jahre. Wenn möchte, darf ich jetzt hier noch. Ja, genau.